Ninja Genetics, Fitness and Bodybuilding Lifestyle Worldwide. Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier, zurück in der Schweiz seit 2 Tagen und ich bin auch richtig verjetlaggt, Leute. Ich bin gerade vom Training gekommen. Es ist jetzt irgendwie 6 Uhr oder 5 Uhr und ich bin richtig müde. Ich könnte jetzt direkt pennen gehen. Ich habe nicht mal Hunger, so im Arsch bin ich. Und das ist halt immer das Problem, wenn man immer von Westen nach Osten fliegt, dann hat man immer dieses Problem, dass man halt einfach durch die Zeit, die man verliert, einfach die ersten paar Tage richtig im Arsch ist. Ich habe mich gestern bereits ins Training gezwungen und heute ist es endlich soweit gewesen. Der Tunnelblick ist auch endlich in der Schweiz eingetroffen und ich mache jetzt hier wirklich mal ein allgemeines Video, inklusive Review, inklusive allen Infos und auch der Geschichte von Tunnelblick, wie das ganze Projekt überhaupt entstanden ist, weil ich merke, dass da einige Leute so im Allgemeinen noch ein bisschen mehr Infos wollen. Und das Review, das werde ich jetzt natürlich, auch wenn mir das niemand glaubt, zu 100% legit machen. Also ich werde wirklich genauso, wie ich es empfunden habe, das euch sagen. Und wo fangen wir an? Am besten direkt mal kurz zu den Infos. Der Tunnelblick gibt es bei Mix Body Shop zu bestellen. Momentan wieder erhältlich. Er war eine Zeit lang ausverkauft, weil wir mit dem Produzieren nicht nachgekommen sind. Die Rohstoffe sind ziemlich schwer herzubekommen, besonders das Agmatin und das L-Tyrosin, aber da komme ich später dazu. Und deswegen konnten wir kurzfristig die nicht liefern, aber sie sind jetzt wieder verfügbar. Link ist in der Beschreibung und checkt auf jeden Fall den Tunnelblick mal aus. Und ja, bevor ich jetzt weiter losgehe, noch kurz eine Info für alle Schweizer. Momentan ist der Tunnelblick nur über Mix Body Shop verfügbar. Man kann ihn leider nicht in der Schweiz selber kaufen. Das hat auch rechtliche Gründe, weil Beta-Alanin in der Schweiz immer noch nicht verkehrsfähig ist. Das heißt, ihr könnt Beta-Alanin bestellen, ihr könnt es kaufen, ihr dürft es auch besitzen und benutzen, es ist nicht verboten, aber man darf es nicht verkaufen. Das heißt, man darf es nicht von der Schweiz aus verkaufen, man kann es nur von Deutschland aus in die Schweiz importieren. Das heißt, für uns momentan schwer, hier einen Händler zu finden, aber wir sind dran, wir sind das auch mit der Rechtslage am Prüfen und von daher bleibt dran an alle Schweizer hier. Und bevor ich jetzt zum Review komme, noch kurz zur Geschichte. Wie ist denn der Tunnelblick eigentlich entstanden, beziehungsweise wie bin ich auf diese Rezeptur gekommen? Wie ihr alle wisst, mache ich seit gut 2 oder 3 Jahren meinen eigenen Booster. Ich habe damals meinen allerersten Booster, den ich genommen habe, war Anno Explode. Den habe ich damals ein paar Wochen genommen und bin da total abgefuckt, weil das so eine hohe Dosis an künstlichen Vitamin B12 und B6 drin hatte, dass ich komplett voller Pickel war. Das war auch das erste Mal, dass ich mit Beta-Alanin in Kontakt gekommen bin und ich habe zuerst am Anfang noch gedacht, dass das Beta-Alanin verantwortlich für meine Pickel war, was natürlich nicht der Fall ist. Auf jeden Fall war das mein erster Booster. Danach kam Super Pump, genau die gleiche Scheiße mit dem Vitamin, und als ich das dann rausgefunden habe, war ich zuerst mal komplett angepisst von Boostern, wollte nichts mehr wissen. Ich habe dann lange Zeit ab und zu einfach nur Kaffee getrunken oder Koffein genommen und dann kam der Jacked 3D, den habe ich dann durch den Hype, den es damals gab, bestellt, ihn 2-3 Mal genommen und ein super Training gehabt und danach wurde es nur noch schlimmer. Also ich habe ihn danach mal einen Monat nicht genommen, habe ihn dann wieder genommen und ich bin total gecrashed und der Körper hat sehr schnell eine Toleranz entwickelt gegen dieses Geranium, das ja mittlerweile sogar verboten ist. Also das Jack, das war im 2010, das ist jetzt schon 4 Jahre her und es ist jetzt schon seit 2 Jahren oder seit einem Jahr nicht mehr also richtig verboten und auch auf der Dopingliste. Also seit 2 Jahren ist es, soweit ich weiß, auf der Dopingliste und darf entsprechend nicht mehr konsumiert werden, was auch wirklich gut so ist, denn das Zeug ist nicht legit. Also ich würde niemandem empfehlen, mehr das alte Jack zu nehmen oder im Allgemeinen irgendeinen Booster mit diesem scheiß Diamethyl drin, weil die Gründe sprechen für sich und die Vorfälle auch. Es sind Leute in Amerika daran gestorben, soweit ich weiß, 2 Typen im Militär haben irgendwie eine Hirnblutung oder sowas erlebt, ist schon länger her. Auf jeden Fall kommen wir zum Punkt. Ich habe danach angefangen, meinen eigenen Booster zu entwickeln. Das heißt, ich habe nach und nach mich mit den wissenschaftlichen Studien befasst über die verschiedenen Booster-Inhaltsstoffe. Das heißt, ich habe in den letzten 3 Jahren sicher so 20, 30 Booster bestellt, die mal getestet, mal geguckt, was ist denn an dem anders, habe sie dann wieder verschenkt, habe vielleicht noch ein paar Leute das auch gegeben zum Review machen und bin dann nach und nach auch durch MyProtein, durch die Tatsache, dass man bei MyProtein alle Sachen einzeln bestellen kann, bin ich dann ziemlich,
experimentierfreudig geworden. Also ich habe dann wirklich angefangen zu experimentieren, habe mir eine Waage gekauft mit 0,1 Milli, also mit der Milligramm-Anzeige, und habe wirklich angefangen, die Dosen zu steigern von jedem Mittelchen, habe angefangen, eben die Stimulantien zu erhöhen, wieder zu reduzieren, habe geguckt, wie ich darauf reagiere, und habe innerhalb von einem Jahr danach wirklich meinen Booster gehabt, den ich jetzt auch schon seit über einem Jahr konsumiere. Also wer die alten Videos kennt mit mir und Karl, der weiß, wie wir eine Zeit lang unsere Booster gemacht haben. Und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, einen eigenen Booster zu machen. Und der Grund, wieso ich auf diese Idee gekommen bin, und das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen, ist, weil ich diesen Booster hier gefunden habe. Ich habe mir den bestellt aus Amerika, und es war in meinen Augen der erste Booster überhaupt, der mich von den Inhaltsstoffen einigermaßen überzeugen konnte. Also der Pre-Gym, wie er heißt, ist übrigens auch 20 Servings, sind nur 20 Servings drin, da komme ich dann noch dazu. Und ist in meinen Augen der einzige Booster, der wirklich von der Rezeptur her mithalten kann, beziehungsweise das, was ich gesehen habe. Also er hat ein bisschen wenig Beta-Alanin drin, aber auch das gute Beta-Alanin, das Carnosin. Und was auch nicht okay war, dass er Kreatin drin hatte. In meinen Augen ist Kreatin nur ein billiger Füllstoff. Hier kann man wenigstens sagen, dass es noch HCI war, was im Allgemeinen bekannt dafür ist, dass es sofort wirken soll. Dann war L-Tyrosin drin in 1,5 Gramm, also ziemlich hohe L-Tyrosin-Wirkung. Er hatte auch BCAAs drin, was ich jetzt in Pre-Workout auch nicht wirklich nötig finde, dass es viele Leute gibt, die nicht in einem Defizit sind, und da machen BCAAs nur bedingt Sinn, also nur bei, ich sage es mal, Leuten, die wirklich auf das letzte Quäntchen schauen. Und sonst, wie gesagt, super dosiert, 300 Milligramm Koffein, was für mich schon fast zu viel war. Und im Allgemeinen, wie gesagt, ein Booster, der auch durch das Tyrosin, durch das Taurin, durch die ganzen Inhaltsstoffe einfach perfekt abgestimmt war. Mehr oder weniger. Und ich habe mir dann gedacht, als ich den Booster gesehen habe, wieso mache ich eigentlich nicht meinen eigenen Booster? Und dann sind wir mit Karl und Ralf entsprechend zusammengesessen, haben die Rezeptur nochmal neu überarbeitet, haben gewisse Sachen rausgeschmissen, gewisse Sachen hinzugefügt, und so ist dann auch wirklich der Tunnelblick nach und nach entstanden. Also ich komme jetzt hier mal wirklich einzeln zu den verschiedenen Inhaltsstoffen und fange direkt mal an. Wir haben hier jetzt drin, von A bis Z, wir haben Citrullin, Malat. Was ist Citrullin Malat? Citrullin ist eine nicht proteinogene Aminosäure, die aus der Wassermelone gewonnen wird, also eine vegane Aminosäure, und hilft vor allem für den Pump. Sie ist sozusagen eine Vorstufe des Arginins und hilft dem Körper, körpereigenes Arginin herzustellen. Also das ist der Real Shit auf gut Deutsch. Arginin, ich persönlich halte gar nichts von Arginin. Wer weiß, wie Arginin oder AKG oder wie die ganzen verschiedenen Varianten heißen, wer weiß, wie die hergestellt werden aus Entenfedern, der möchte das Zeug nicht konsumieren. Das ist einfach so meine persönliche Meinung. Und deswegen Citrullin Malat, 6 Gramm, Leute. Wir haben 6 Gramm reingekickt. Hier im Pre-Gym hat es meines Wissens auch eine große Anzahl, hat es auch 6 Gramm drin. Also das ist in meinen Augen schon mal ein krasser Pluspunkt, dass es wirklich volle 6 Gramm Citrullin drin hat und nicht irgendwie eine zu kleine Dosis, weil die nachgeforschten Dosen, die wir gefunden haben, haben alle zwischen 5 und 7 Gramm stattgefunden. Das heißt, die richtigen, ihr müsst euch immer das so vorstellen, viele Supplementhersteller packen einfach alles Mögliche rein, sagen aber nicht, wie viel von was sie reingepackt haben. Und deswegen ist es dann auch so, dass wenn steht Citrullin Malat und man nicht weiß, wie viel, ist es halt einfach nicht wirklich von Vorteil. Also das war der Grund, wieso ich gesagt habe, Citrullin muss rein, und zwar mit mindestens 6 Gramm. Und das haben wir entsprechend auch gemacht. Dann ist drin Beta-Alanin, 3,2 Gramm. Beta-Alanin ist ebenfalls eine nicht proteinogene Aminosäure, die vor allem hilft, den Muskelausdauerbereich zu verbessern. Das heißt, im Gegenteil zu Kreatin, was ja eher für die Schnellkraft und für die Maximalkraft gut ist, hilft Beta-Alanin eher auch bei Ausdauersportlern. Also ich kenne auch viele Ausdauersportler, die Beta-Alanin supplementieren. Und da haben wir mit 3,2 Gramm die wissenschaftlich nachgewiesene Menge reingepackt, die es braucht, um entsprechend auch wirklich einen Vorteil aus der Sache zu ziehen. Also wieder genau das gleiche Ding. Wir packen nicht irgendwie ein paar Milligramm rein und schreiben drauf, es ist Beta-Alanin drin. Wir haben hier wirklich angegeben, 3,2 Gramm sind drin, und zwar Carnosin. Also wir gehen hier wirklich von dem einzig patentierten und pharmazeutischen Beta-Alanin aus, und das ist Carnosin. Das heißt, jeder Hersteller, der irgendein Beta-Alanin reinknallt und sagt, er hat hochwertige Inhaltsstoffe drin,
Ich fordere euch auf, diesen Herstellern zu schreiben und zu fragen, wieso sie nicht Beta-Alanin in ihren Booster geknallt haben. Es gibt nämlich Mitbewerber, die reden Scheiße, und diese Leute sollten zuerst mal vor der eigenen Türe wischen, denn nur weil ein Booster Scheiße schmeckt, muss er nicht besser wirken. Also nur mal, um das zu sagen. Das heißt, fragt diese Hersteller, wieso sie irgendein billiges Beta-Alanin reinknallen und nicht ein originales Carnosin, das pharmazeutisch hergestellt worden ist. Dasselbe gilt übrigens auch für Kreatin. Also ich selber vertraue nach wie vor auf Creapur und nicht irgendwie auf ein chinesisches Kreatin. Creapur ist das einzige Kreatin, das in Deutschland hergestellt wird. Und wer sich auskennt, der weiß, dass es nur zwei Länder gibt, wo Kreatin hergestellt werden. Diverse Fabriken in China, bessere und schlechtere. Und das allerbeste, das deutsche Kreatin, Creapur. Also, Creapur, Kreatin ist wie gesagt nicht im Tunnelblick drin, weil es in meinen Augen nichts in einem richtigen Booster zu suchen hat. Es ist absolut nicht nötig, Kreatin in einem Booster zu haben. Wieso auch? Man hat mit 5 Gramm pro Tag absolut genug Kreatin drin, und wenn man das dann noch im Booster drin hat, dann übersupplementiert man das. Das ist auch eine Strategie von vielen Booster-Herstellern, einfach mal noch 5 Gramm Kreatin reinzukicken, weil es halt ziemlich günstig ist. Dass viele Hersteller kriegen einfach mal 5 Gramm Kreatin rein oder irgendwie sonst was und sagen dann einfach, ja, die Menge ist mehr, und machen entsprechend dann auch mehr Geld mit der Marge. Also daher, nur noch mal so kurz zu dem, dann haben wir das Acetyl-L-Tyrosin, und das ist meine persönliche Lieblingsaminosäure momentan zusammen mit Beta-Alanin. Also das Zeug haut einfach rein, da kann mir jemand sagen, was er will. Es ist die Säure halt, also es ist eine bessere Version des normalen L-Tyrosins. Es ist Acetyl, das ist die Säure, und die ist vom Körper besser absorbierbar. Also der Körper kann Acetyl um einiges besser aufnehmen, es wirkt um einiges potenter und ist damit mit 2 Gramm der absolute Referenzboost. Es gibt keinen Booster auf dem deutschen Markt mit 2 Gramm Acetyl-L-Tyrosin drin. Es gibt einen Booster von Ian McCartney, der übrigens einen ähnlichen Booster hergestellt hat. Bei dem sind 2 Gramm Acetyl drin, und ja, es gibt genug wissenschaftliche Studien, die beweisen, dass Acetyl-L-Tyrosin die Neurotransmitter im Körper ansprechen, die auch die Glückshormonausschüttung begünstigen und vor allem auch diesen Fokus machen. Das heißt, man hat nach dem Training auch ein richtig gutes Gefühl, man ist fit, man ist happy. Und im Gegenteil zu allen anderen Boostern, also beziehungsweise zu vielen anderen Boostern, wo man dann einfach diesen Crash hat. Also Acetyl-L-Tyrosin, extrem teure Aminosäure übrigens, by the way, und sehr schwer zu bekommen. Und deswegen 2 Gramm und damit absolute Referenz. Dann weiter im Programm noch ein teurerer Inhaltsstoff, Agmatin-Sulfat. Also Agmatin ist mit Abstand das teuerste hier drin. 1 ganzes Gramm haben wir reingepackt, und Agmatin unterstützt nochmal den Pump von dem Citrullin. Und dass Agmatin in diesem Booster drin ist, das ist nicht mein Verdienst, das ist der Verdienst von Karl. Und ich muss sagen, ich werde dazu nachher noch beim Review was sagen. Hier hat Karl mit diesem Input den Booster auf die Perfektion gebracht, in meinen Augen. Also das Agmatin, das kickt rein, aber dazu dann mehr im Review. Und deswegen Agmatin für mich ganz klar mit 1 Gramm, ja, der Feinschliff, sage ich jetzt mal. Dann, was auch drin ist, ist 1 Gramm Taurin. Das ist perfekt im Ausgleich zu den 250 Milligramm Koffein, die drin sind. Das ergänzt sich von daher super. Ich finde, das Verhältnis 4:1 ist eigentlich von daher immer perfekt. Taurin und Koffein. Deswegen 1 Gramm Taurin, was die Aufnahme der Aminosäuren begünstigt, die Proteinsynthese begünstigt und wie gesagt im Zusammenspiel mit Koffein einen synergetischen Effekt erzeugt. Und dann ist drin 250 Milligramm Koffein. Jetzt, 250 Milligramm Koffein, das ist für die einen zu wenig und für die einen schon fast wieder viel zu viel. Deswegen, im Allgemeinen, empfehle ich euch, besonders den Anfängern hier, nehmt am Anfang nur eine halbe Portion, das heißt einen Scoop. Viele Leute haben sich beschwert, wieso sind denn nur 20 Servings drin? Leute, es gibt so viele Booster, bei denen steht drauf 40 Servings, und sind wir mal ehrlich, wie viele von diesen Boostern sind dann auch wirklich 40 Servings drin? Von den meisten Boostern müsst ihr dann mindestens 2 Scoops nehmen, damit ihr überhaupt was spürt. Das heißt, ihr habt schlussendlich auch nur 2 Servings drin. Das heißt, hier waren wir mal wieder ehrlich genug und haben einfach hingeschrieben, wie es ist, haben gesagt von Anfang an, wir wollen einen Booster, der mit einer Portion absolut einschlägt, und einige haben das von daher halt so nicht verstanden und kritisieren deswegen den Booster in Bezug auf die Preis-Leistung. Einige haben die Aussagen auch schon wieder revidiert, weil sie gemerkt haben, dass es eben so ist. Von daher, da kann ich nur sagen,
250 Milligramm Koffein ist für mich an der Grenze. Ich finde 300 schon zu viel, besonders da ich auch noch Kaffee trinke und in der Regel locker auf 300 bis 400 Gramm am Tag komme. Und deswegen für Tolerante, beziehungsweise für Leute, die noch nicht lange am Start sind, fangt mit einem Scoop an, mit einer halben Portion, dann habt ihr erstens mal länger Spaß an dem Ding und könnt euch, wie gesagt, dann auch immer noch steigern. Und für die Leute, die wirklich sagen, dass 250 Milligramm Koffein noch zu wenig ist, dann kickt halt noch 100 Milligramm dazu in Form von einer Tablette. Ich meine, Koffein kostet ja wirklich nichts und deswegen sehe ich das auch nicht wirklich als großes Problem. Zusätzlich sind da noch 4 verschiedene Kräuter drin und die Kräuter haben einfach den Vorteil, dass sie den ganzen Effekt des Koffeins noch ein bisschen in die Länge ziehen und ein bisschen konstant halten. Also ich selber bin da ehrlich gesagt nicht so der Profi, das hat Mick für uns zusammengestellt als absoluter Experte auf diesem Gebiet. Im Allgemeinen bin ich natürlich froh, hier nochmal sagen zu dürfen, dass Mick ein absoluter, ich sag's jetzt mal, ein absoluter Legit-Typ für uns den Booster produziert hat. Das war von Anfang an meine Idee, mein Bestreben, dass wenn wir das Ding raushauen, dass wir es mit dem richtigen Mann machen und mit Mick haben wir hier wirklich die richtige Person am Start. Das heißt, diese 4 Stoffe, Piperin, Ginkgo Biloba oder Biloba, Panax, Ginseng, das ist alles drin und ja, dazu muss ich nicht viel sagen, das sind wie gesagt nur die Feintuning-Sachen, also das ist jetzt nicht was, was ich jetzt sagen würde, dass es hier irgendwie den Booster noch viel krasser macht, das ist einfach drin, um wirklich das Feintuning, die Feinabstimmung nochmal zu machen und ja, insgesamt auf jeden Fall eine Inhaltsliste mit allen Sachen, die ihr drin habt, die haben Scientific Backgrounds, also ihr könnt überall Studien nachlesen über die Sachen, die sind Research, es sind keine Sachen drin, von denen nicht wirklich bewiesen ist, dass sie was bringen und das war auch, wie gesagt, mein Bestreben. Ich mache diesen Booster so in dieser Form schon seit 2 Jahren, beziehungsweise mit dem Acetyl seit gut einem halben Jahr und was ich jetzt noch dazu zu sagen habe, sind folgende Punkte. Wassermelone, in meinen Augen absolut genial und ich selber würde den Apfel noch einen halben Punkt besser bewerten, einfach aus dem Grund, da ich persönlich fast keine Apfelbooster kenne. Das heißt, Leute, die immer nur Wassermelone gehabt haben, die werden mit dem Apfel sicher gut bedient sein. Und im Allgemeinen kann ich euch auch empfehlen, mal den Wassermelone auszuprobieren. Wenn ihr die im Doppelpack bestellt, vielleicht mit einem Kollegen zusammen, dann könnt ihr euch ja die Portionen aufteilen. Dann habt ihr von beiden 10 Servings und das reicht dann auch gut. Empfehlung von mir, wie gesagt, 1 Scoop, 2 Scoops. Und das maximal 2 bis 3 Mal pro Woche. Mehr ist in meinen Augen too much, weil ihr einfach dann den Sinn des Boosters nicht verstanden habt. Also ihr wisst, dass ich nach wie vor fest davon überzeugt bin, dass man auch ohne Booster ins Training kann. Ich mache auch, habe auch Videos gemacht wie den Natural Pre-Workout, das Video solltet ihr kennen, wo ich mich wirklich körperlich aufbooste und ich sage jetzt mal, logisch kann man das machen, aber das wird man nicht jeden Tag machen können. Das ist auch nicht möglich und auch nicht schlimm und genauso sollte man auch diesen Booster nicht jeden Tag nehmen, sondern einfach nur bei, ja, wenn man Bock hat, auch ab und zu, also ich kenne jetzt sogar Leute, die nehmen ihn schon vor der Party, weil durch das Tyrosin hat man halt einfach wirklich diesen Stimmungsaufhellungseffekt und ja, ich sage jetzt mal, das ist dann einfach auch wieder nice to have, also ein Supplement, das einfach gut ist, wenn man es hat, wenn man es sich leisten kann, wenn man es sich leisten will, aber sicher keine Pflicht, also an dieser Stelle auch von mir, ganz klar, es ist keine Pflicht, einen Tunnelblick zu kaufen, es ist einfach nice to have und wenn ihr ihn ausprobiert habt, wirklich ausprobiert habt und nicht einfach was schreibt, dann schreibt in die Kommentare, es würde mich sehr wundern nehmen, was euer Review dazu ist. Die Reviews im Allgemeinen versuche ich natürlich immer rauszupicken und ich habe da auch schon richtig geile Reviews auf meinem Handy gespeichert von Leuten, die mir persönlich geschrieben haben. Also wenn ich jetzt den Booster hier auf einer Skala ansetzen würde, dann würde ich sagen, ist er nochmal ein Stückchen besser als der Pre-Gym und der Pre-Gym ist wirklich schon ganz krass gewesen damals. Und ja, ich werde jetzt dann im zweiten Video das Review machen, das wird dann die nächsten Tage auch online kommen und dann bin ich gespannt, was ihr davon haltet über meine Review, weil ich werde das Review wirklich zu 100% so machen, wie ich den Booster empfunden habe und zwar heute. Heute ist der Stichtag, ich habe bis jetzt nur Prototypen gehabt, das ist die erste 100% verkaufsfähige Version, so wie ich sie jetzt hier habe. Sowohl in Apfel als auch in Melone. Ich habe jetzt heute einen Scoop von dem und einen Scoop von dem hier genommen, weil ich einfach nochmal den Geschmackstest machen wollte. Und ja, wie gesagt, das Review gibt es nachher im zweiten Video. Und noch als kleiner Tipp zur Empfehlung nochmal, schüttelt das Ding immer richtig gut durch. Das heißt, richtig gut fest durchschütten, weil es hat
durch das Citrullin natürlich nicht immer 100%, setzt sich halt die größeren, die grobkörnigeren Sachen, setzen sich dann oben an und die kleinen Sachen wandern nach unten. Also meine Empfehlung ist wirklich, es gut durchzuschütteln, damit ihr da nicht irgendwie plötzlich von einem Stoff mehr drin habt als vom anderen und die Dosage von daher so passt. Zum Schluss sei noch erwähnt, der Tunnelblick ist ohne Farbstoffe und auch das ist eine absolute Ausnahme. Gebt mir mal bitte einen verdammten Booster auf dem deutschen Markt an, der ohne Farbstoffe produziert wird. Ich will es sehen und zum Geschmack muss ich nichts mehr sagen. Das sollte allgemein bekannt sein, dass der Geschmack der Überhammer ist. Und ja, genug geredet. Nachher geht es, wie gesagt, zum Review. Ich bin jetzt gerade vom Training gekommen. Das heißt, ich habe jetzt wirklich genau die beste Zeit, die beste Ausgangslage, den Booster nochmal objektiv zu bewerten. Gebt mir Feedback. Daumen hoch wäre geil und im Allgemeinen wäre ich wirklich über jedes Feedback, auch wenn es halt zum Teil negativ ist, nicht bei jedem Kick der Booster gleich rein. Es gibt Leute, die haben schon eine hohe Toleranz. Also auch Negatives, sofern objektiv bzw. sofern konstruktives Kritik ist auch erlaubt. Ich nehme mir die zu Herzen, weil wenn ich sehe, dass noch Potenzial nach oben vorhanden ist, wenn mir jetzt einer schreibt, guck, so und so könnte man den Booster noch besser machen, dann werde ich diese Sachen höchstpersönlich einleiten und irgendwann den Tunnelblick 2.0 für euch auf den Markt bringen. Das schwöre ich euch. Wenn es noch Potenzial nach oben gibt, dann werde ich das ausnutzen. Von daher, Leute, danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Peace out.